Ich halte echt oft Vorträge und ich war seit vielen Jahren, mehr als ein Jahrzehnt, nicht so eingeschüchtert, wie ich heute eingeschüchtert bin. Das möchte ich euch sagen. Deswegen lasst uns alle zärtlich zueinander sein. Das ist für mich ziemlich knackig. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich Vorträge halte, dann halte ich die vor Medienmachern, dann halte ich die vor Informatikern, vor Softwareentwicklern, vor oft harten Nerds. Und ihr seht hier alle schon mal besser aus, ihr seid besser gestylt als wir alle. Deswegen seid nett zu mir und ich werde nett zu euch sein. Erster Mini-Fauxpas ist vielleicht, dass meine Folien auf Englisch sind, weil ich nicht wusste, ob wir das jetzt auf Englisch oder Deutsch machen. Aber diese Abstraktionsleistung, die werden wir gemeinsam meistern. Ich werde den Vortrag auf Deutsch halten und ich glaube, simultan übersetzt wird für die englischsprachigen Gäste auch. In Ordnung. Also die Kathi hat ja schon gesagt, worum und worüber wir uns kümmern werden. Ich möchte euch dazu anhalten, dass ihr mir vielleicht, wenn ihr merkt, oh, der Vortrag geht in eine Richtung, die taugt mir überhaupt nicht, ihr könnt euch gerne, ich weiß nicht, ob ihr das vorher gemacht habt, aber ihr könnt euch gerne melden und sagen, Mustafa, ich will über was anderes reden. Oder ihr schickt an den Boris eine E-Mail und sagt, stellt eure Fragen oder stellt die halt im Nachgang zu der Veranstaltung. Steigen wir vielleicht gleich mit diesem Titel ein. Da steht, Meeting each other in the eye of the storm. So, also ziemlich dramatisch, ne? Auge des Sturms, wir treffen uns da, wer sind wir? Naja, im Bayerischen Rundfunk sind das Programmmacher, im Bayerischen Rundfunk sind es harte Nerds wie meine Crew und ich, der jetzt mit Sakko hier angetanzt ist, aber die anderen Jungs und Mädels sind in Hoodies unterwegs, kann ich euch zusichern, und Designer. Ich leite dort eine Abteilung, die hat insgesamt 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter sind Studis, darunter sind Designerinnen, darunter sind eine ganze Reihe Softwareentwickler, Administratoren, Backoffice, wunderbare Assistentinnen, Produktmanager, also ziemlich bunt durchgemischt. Diese Organisation, die gab es im BR vorher nicht so. Uns gibt es so seit knapp 3 Jahren, als ich zum BR gekommen bin, weil man das diffuse Gefühl hatte, Mensch, irgendwie verpassen wir etwas in der digitalen Produktentwicklung. Irgendwie, wir haben ja auch irgendwie Softwareentwickler im Haus, dachte man sich. Nur es passiert nicht das, was passieren sollte, auch wenn wir nicht wissen, was das ganz genau ist. Also hat man mich gefragt, ob ich nicht in den BR möchte. Das war nie ein Karriereschritt. Ich habe vorher bei Avid, das kennt ihr sicherlich, bei Google gearbeitet, bei BMW in der Forschung. War nie ein geplanter Karriereschritt. Aber das Spannende ist das, was uns jetzt zusammenbringt. Und das ist auch gleichzeitig der Grund, wieso ich überhaupt zum Bayerischen Rundfunk gegangen bin. Wir befinden uns alle in einem Paradigmenwechsel. Ihr mindestens genauso sehr wie wir. Und die Frage ist, ob wir überhaupt diese Trennung noch vornehmen sollten. Aber wir sind in einem Paradigmenwechsel, von dem niemand von uns weiß, wie lange er dauern wird. Und von dem niemand von uns weiß, wohin er führen wird. Und das ist natürlich spannend. Wenn man dann an zentraler Stelle in einem Haus ist, was ein Jahresbudget von 1 Milliarde Euro hat, wenn man dann in einem Verbund der ARD ist, das machen wir uns in Deutschland oft gar nicht bewusst, dass der stärkste Sender, Rundfunkverbund weltweit ist, mit 9 Anstalten und einem Gesamtbudget von fast 10 Milliarden, dann finde ich, müssen wir langsam aus dieser Opferrolle raus und ein bisschen mehr diesen Paradigmenwechsel mitgestalten, denn in der Lage sind wir schon. Gut, schauen wir mal weiter. Das ist so der alternative Titel, How We Need to Move Closer Together, Facing the Challenges of Digital Product Development. Und das ist das, was ich auch in unserer Abteilung sage. Unsere Abteilung heißt zwar Softwareentwicklung und Plattform, und den Namen, diesen ultrakonservativen Namen, habe ich sehr bewusst gewählt. Der ist Nomen est Omen, denn auch die Programmmacher bei uns im Haus wissen oder wussten auch nicht so ganz genau, was das wirklich bedeuten soll. Deswegen sollte der Name konservativ sein. Dieses vorherige Labor, das hatten wir nur digitale Garage genannt. Wir steigen mal kurz ein in die Produkte, die wir machen. Ihr müsstet mir kurz ein Show of Hands zeigen. Wisst ihr, was die Ankommen-App ist? Kennt die jemand, die Flüchtlings-App, oder kennt die hier niemand? Kennt schon ein paar. Entweder schämt ihr euch alle oder ihr habt echt keine Ahnung. Ja, das trifft mich sehr, denn das ist die offizielle Flüchtlings-App. Also, wir machen solcherlei Dinge wie diese Flüchtlings-App, wo ein Intendant sich abstimmt mit dem Chef des Goethe-Instituts, mit Herrn Weise, der Chef von BAMF und BA ist, also mit den Instituten, die die entsprechenden Kapazitäten in diesem Thema auch sind, und sagt dann, Mensch, können wir auch eine Flüchtlings-App bauen? Also ein Produkt, ein digitales Produkt, welches Flüchtlingen helfen soll. Und die einzigen Leitplanken, die wir am Anfang einer solchen Produktentwicklung dann bekommen, also in diesem Fall ganz konkret, war, naja, da soll Sprache drin sein, da sollen irgendwie Werte für Deutschland vermittelt werden und irgendwas über den Asylprozess soll auch rein. Stellt euch vor, ihr bekommt das als Ansage und dann heißt es, Herr Isik, wie schnell schaffen wir das? Alright, was sollen wir noch machen? Herr Isik, ist alles in Ihrer Hand. Okay, cool, wir haben eine gute Truppe, aber was macht man dann daraus? Und das ist unser Job, dass wir aus diesen Gedankenfetzen erst einmal ein ganzes digitales Produkt formen und es dann auch manifestieren lassen. Und da spielt Design eine doch sehr essentielle Rolle. Also was wir dann am Ende gemacht haben, ist, wir haben vom Goethe-Institut einen Sprachkurs mit vielen interaktiven Elementen drin. Wir haben die App echt 5-sprachig gemacht. Da sind professionelle Übersetzungen in Arabisch, Farsi drin, Deutsch, Englisch, Französisch. Und wir haben
eigentlich die besten, kohärentesten und knappsten und vor allem für diese Plattform Smartphone am passendsten aufbereiteten Informationen zum Asylprozess, zum Leben in Deutschland zusammengefasst. Das könnt ihr euch mal anschauen. Ich möchte nur hier ganz kurz aufs Design eingehen. Wir werden relativ schnell durch diesen Vortrag mal durchgehen, damit wir vielleicht doch Zeit haben, um uns ein bisschen zu unterhalten. Schaut, das ist dann so eine Frage, die auftritt. Was mache ich, wenn ich ganz viele verschiedene Menschen, die in Deutschland ankommen, aus unterschiedlichsten Kulturkreisen, sehr heterogen, die zu uns kommen, wie gestalte ich ein Menü für eine App, für die eigentlich niemand eine richtige Erwartungshaltung hat? Ist gar nicht so eine einfache Herausforderung. Was mache ich damit? Und da möchte ich meinen, die Dinge, die wir dann damit machen, das sind nur Dinge, die in Zusammenarbeit zwischen digitalen Produktentwicklern, Hardcore-Softwareentwicklern und Designerinnen und Designern stattfinden. Und ich muss euch sagen, obwohl ich einen Bereich verantworte, der wie gesagt aus mindestens 20 Designerinnen und Designern besteht, muss ich sagen, dass ich der Meinung immer noch bin, und ich mache das nicht seit gestern, dass ich der Meinung bin, dass ihr keine Ahnung habt, was wir machen und können, und wir aber umgekehrt auch nicht von euch, immer noch. Das ist schwierig und bisher habe ich keinen besseren Mechanismus gefunden, als gemeinsam in Projekten durchs Feuer zu gehen und eben mitzubekommen, relativ unstrukturiert dann, was denn so unsere Fähigkeiten sind. Ich verstehe zum Beispiel immer noch nicht, und das sind die Anekdoten, zu denen ich überleite, das ist einfach nur eine Folie von wegen, wie erfolgreich diese App war, ist sehr erfolgreich, ist super angekommen, im In- und Ausland groß gecovert worden. Aber bei BR24, da möchte ich euch ein paar Anekdoten erzählen, die dort passiert sind. Also kennt ihr die BR24? Sagt euch diese Nachrichten-App vom Bayerischen Rundfunk was? Verhalten des Raunen und ein paar mutigere, die sich gleich melden. Okay, das ist klasse. Genau, also auf dem Bayerischen Rundfunk hat niemand im Bereich Nachrichten-Apps gewartet. Der Markt, dieses Feld, das war ja schon längst besetzt durch andere große Mitspieler. Und wir haben uns gedacht, naja, wenn wir jetzt 4 Jahre nach allen anderen so etwas machen möchten, was muss man machen, damit es sinnvoll ist? Und wir haben uns gedacht, naja, wir orientieren uns an 2 Schlüsselfeatures. Und das ist auch immer ein Problem. Ich weiß nicht, wie es euch da im Design geht, aber in der Produktentwicklung ist das eine der größten Krankheiten, dass Leute, weil sie eben keine starken, tragfähigen Ideen für ein digitales Produkt haben, sich immer mehr ausdenken. Das ist immer diese Angst vorm eigenen Mut. Man denkt sich immer mehr aus und immer mehr Features und immer mehr Features und denkt sich, irgendwas wird schon für irgendwen irgendwie dabei sein, macht das Produkt dabei schlecht. Hier haben wir von Anfang an gesagt, wir committen uns, wir überlegen jetzt, was sind die 2 Schlüsselfeatures? Und die 2 Schlüsselfeatures bei der BR24 sind Personalisierung. Also ich kann wirklich, was mich immer gestört hat, ist, ich kann diese Notifications nicht ab. Notifications, die mich aus meinem Nutzungskontext, Handy ist ein sehr intimes Gerät, ich habe das ständig bei mir, jetzt ja zum Beispiel auch, ich habe das ständig bei mir, das kann mich aus jedem Kontext rausreißen. Wenn ich dann undifferenziert irgendwelche Benachrichtigungen kriege, dann ist das schlecht. Aber sie können umso besser werden, wenn ich nur Benachrichtigungen zu Dingen bekomme, die mich wirklich interessieren. Das heißt, in BR24 kann man Dinge abonnieren, Themen abonnieren, kann sogar dediziert entscheiden, ob ein Thema so wichtig ist, dass ich immer, wenn es einen neuen Inhalt dazu gibt, benachrichtigt werden möchte. Und der andere wichtige Aspekt ist, das verkennt man oft, viele Landesrundfunkanstalten wollen so das Erste nachmachen. Das Erste ist unser nationales Filetstück. Wir sind ein Regional Broadcaster, der nationally syndicated ist, um das mal englisch auszudrücken. Wir sind eine Landesrundfunkanstalt. Das ist unser Fokus, also Regionalität ist das andere Kernfeature. Was ihr hier seht bei der App, und dann gehen wir auch schon gleich auf die Anekdoten ein, ihr seht, die Tags, die hervorgehoben sind, ihr seht die Schrift, ihr seht, das ist relativ simpel und sauber, hoffentlich auch in eurem Sinne gelayoutet, kann ich als Newbie gar nicht sagen, als Design-Ahnungsloser. Ich kann nur sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Mehr kann ich das gar nicht bewerten, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein unglaublich riesiger, großer Streit im Bayerischen Rundfunk ausgebrochen ist, als es um die Auswahl der Schrift ging. So, es gibt im Fernsehen Leute, die natürlich lange dieses Thema besetzt haben und dann sagen, es gibt die Hausschrift. Ich habe den Begriff noch nie vorher gehört. Never. Und ihr lacht. Ich habe noch nie was von Hausschrift gehört. Es gibt eine Hausschrift, die heißt dann auch noch beim BR Bayern. So, okay, ich dachte erst, das wäre ein Scherz. Ich dachte, ich meinte wirklich, die verarschen mich. Nein, die heißt Bayern. Alright, es gibt diese Hausschrift Bayern. Und dann war einer unserer
unserer doch sehr coolen Designer, cooler Typ, vielleicht kennt ihr ihn, Christian Bullmann, Bulli. Bulli meinte dann, Mustafa, die Schrift ist scheiße. Und dann meinte ich, naja, Freunde, also das, was wir hier machen, wir haben nicht umsonst so viele Freiheiten im BR, wenn das eine Schrift ist, also ich finde die jetzt auch nicht super special, und wenn ihr meint, und Bulli hat dann erklärt, wieso das keine Screenschrift ist und wann die entwickelt worden ist und dass da Screen-Design gar kein Thema war, also alles Dinge, die neu für mich waren, gar kein Thema war, und er meinte, Mustafa, es gibt eine angepasste Version für Screens, aber die ist auch nicht so dolle, lass uns was anderes machen, lass uns Open Sans machen oder sowas, irgendein Google-Font, der viel moderner ist, der viel später entwickelt worden ist und dann nebeneinander gestellt und was gefällt dir besser? So, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hoch diese Nummer gekocht ist, diese Nummer. Also, jetzt bin ich im BR ja durchaus in der Hierarchie angekommen und an wichtiger Stelle und trotzdem, das Ding ist hochgekocht, bis zu einem Direktor, bis zum Informationsdirektor Hinrichs. Herr Wilhelm, unser Intendant, der unglaublich fit in digitalen Themen ist, ohne ihn übrigens gäbe es mich nicht und ich wäre auch sicherlich nicht zum BR gegangen ohne ihn. Naja, wie dem auch sei, auf oberster politischer Ebene musste man sich damit befassen, ob wir nicht abweichen können in dieser App von der Hausschrift Bayern. Also nur um euch mal klarzumachen, wo wir Ahnung haben, wo wir gar keine Ahnung haben und was das für Konsequenzen mit sich zieht in solchen Häusern. Gut, ihr seht, dass die Personalisierung, habe ich euch ein bisschen was zu erzählt. Hier habe ich nur mal kurz aus der Entwicklung noch, das sind gar nicht mal mehr die finalen Screenshots, glaube ich. Ihr seht, da haben wir, das sind so Themen, da müssen wir auch näher aneinander ranrücken. Also das, was ihr macht, viele von euch werden vielleicht gar nicht mehr wirklich für statische Rahmen gestalten. Wenn ihr euch sowas anschaut, dann muss man sich überlegen, wir haben gesagt, das ist eine Vorgabe von mir gewesen. Oft muss man bei digitaler Produktentwicklung, gerade wenn man neue Wege gehen möchte, etwas betreiben, was man bei Google, also ich war vor 10 Jahren da, ne, ist auch schon lange her, damals gab es das Münchner Office noch nicht, das war in Santa Monica. Naja, das nennt man Dogfooding. Bei Google heißt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Gmail intern bei Google heißt immer noch Dogfood. Und man nennt es Hundefutter, weil es einer gewissen Philosophie folgt. Nämlich, naja, bevor wir jetzt dick und groß Outlook und Exchange einkaufen, wir haben so viele Softwareentwickler, hat man sich bei Google gedacht, wir dogfooden das. Wir machen uns schnell unser eigenes Hundefutter und gucken, ob wir nicht viel besseren Webmailer für einen Unternehmenseinsatz hinkriegen und dann benutzen wir das. Das heißt, Dogfooding ist der Prozess, wo wir sagen, anstatt jetzt tried and true zu machen, lasst uns doch mal überlegen, ob wir nicht relativ schnell, quick and dirty, durch Prototyping, durch iterative Prozesse, das kennt ihr alles wahrscheinlich oder zumindest ein Stück weit, ob wir dann nicht irgendwas schaffen können, was uns eher gefällt. Dogfooding bedeutet aber auch, mutig zu sein und zu sagen, ich habe eine Hypothese, vielleicht kann ich die gar nicht validieren vor Marktstart, aber ich weiß, dass zumindest mir persönlich etwas fehlt, was ich an dieser Stelle erfüllt sehe und deswegen gehe ich davon aus und möchte ausprobieren, ob andere Leute dasselbe Bedürfnis wie ich haben. Und mein Bedürfnis war einmal das mit den Benachrichtigungen, dass die dediziert sind und das andere war, es sollte sauber sein und es sollte ein Newsstream sein. Wisst ihr, mich stört bei Apps extrem, bei Nachrichten-Apps und von solchen Sachen geht man dann aus zum Beispiel. Mich stört, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich 2-mal am Tag auf die New York Times oder Zeit oder Süddeutsche oder den Spiegel surfe und bei beiden Malen derselbe Inhalt da ist. Kennt ihr das? Das ist unglaublich unbefriedigend. Du bist hingesurft und da ist nichts Neues passiert. Das stimmt aber gar nicht. Im BR arbeiten 4.500 Leute. 3.000 Leute arbeiten journalistisch. Wir sind ein ganz schön großes Content-Haus, das aber seine Inhalte bisher für Fernsehen und für einen Hörfunk, für Linearprogramme gedacht hat, die eben einem anderen Rhythmus und auch nur einer anderen Bandbreite gehorchen. Da gibt es nur 24 Stunden am Tag und nur bestimmte Stunden davon sind mit originärem Content zu befüllen und auch nur formatspezifisch. Hier haben wir alle Freiheit der Welt. Gerade wenn wir sagen, wir wollen granulare Information, personalisierbar, da ist mehr Information besser. Die muss natürlich noch hochwertig sein, die muss angepasst sein und plattformauthentisch sein und konform sein, aber sonst können wir da alles reinhauen. Das heißt, eine Ansage war, zwischen 2-mal diese App starten im Minutenabstand darf nicht dasselbe entdeckt werden. Dann muss ich schon scrollen, dann muss ich schon swipen. Und wenn ich selbst nicht diesen Torrent, diesen Feuerwehrschlauch an Informationen haben will, dann personalisiere ich oder gehe in die Rubriken rein. Und wenn wir, jetzt habe ich weit ausgeholt und dann überlegt man sich, naja, wie bildest du Abonnierbarkeit in dem User Interface ab? Wie machst du das? Wie machst du das auf iOS und musst du das auf Android anders denken? Ist das eine Entwicklungsentscheidung oder ist das eine Entscheidung, die man gemeinsam mit dem Design sicher denken muss? Wie gehst du mit Menüs um, wenn wir sagen, wir wollen das alles aufgeräumt haben? Wir haben das so gemacht, dass du nach links und nach rechts swipen kannst und wenn du nach links swipest, dann siehst du die Karte, über die du ästhetisch wertvoll, wenn ihr euch die aktuelle Version runterzieht, fahren kannst und dann heben sich die einzelnen Regierungsbezirke hervor und dann habe ich auch nur die Information daraus. Oder ich swipe nach rechts und bin dann ganz klassisch in den Rubriken. Hier wollte ich euch nur mal den Kontrast zeigen. Das ist nämlich eine Sache, die ich bei vielen Designerinnen und Designern gemerkt habe, die eben nicht voll aus dem Digitalen kommen. Schaut mal, das ist die iOS-Version. Schaut vielleicht auf das mittlere Bild. Und das hier ist die Android-Version. Und wenn ihr nur in den Header schaut, iOS, ihr seht die Controls von iOS
die Schrift von iOS und hier seht ihr Android, das Material Design von Android. Kennt ihr Android? Also habt ihr euch mal mit Material Design auseinandergesetzt? Hat sich das jemand mal durchgelesen ein bisschen? Manche nicken. Alright, dann wisst ihr, das ist eigentlich schon, also für einen Informatiker, für einen halben Mathematiker ist das eine spannende Sache, ne? Dass man sagt, ach, wir strukturieren das alles in gewisse Höhen, diese und jene Abhängigkeiten und Abstände zwischen der gedachten Z-Achse, die aus dem Bildschirm ragt, soll bestehen und so weiter. So etwas verstehen wir, aber das bedeutet auch wiederum, dass wenn nur wir Entwickler das verstehen, dass nichts hilft, sondern Designer müssen auch verstehen, dass man, wenn man auf iOS und Android echte High-Fidelity-Erfahrungen, Experiences vermitteln möchte, man schon überlegen muss, wie schaffe ich es, eine Wiedererkennbarkeit über Plattformen zu schaffen, aber auf der anderen Seite dieser Wiedererkennbarkeit nicht zu, die Plattform-Authentizität nicht zu opfern. Das sind schon wichtige Fähigkeiten. Das heißt, man muss sich sehr intensiv mit den einzelnen Plattformen, auch meine ich als Designerin und Designer, auseinandersetzen. Das war nur eine Slide, um zu zeigen, schaut mal, wir sind ein regionaler Anbieter und waren 2-3 Wochen lang auf Platz 1 in den Nachrichten-Apps, wo es nur nationale Mitstreiter gibt. Das heißt, wenn man es richtig macht, dann wird das auch honoriert. Jetzt schauen wir weiter, jetzt sind wir beim Richtigmachen. Letztes Jahr, ich glaube, das war relativ Mitte oder Herbst letzten Jahres, Spätsommer, stellt Tim Cook das neue Apple TV vor. Und die Besonderheit vom Apple TV war, dass man plötzlich native Apps auf den Geräten laufen lassen konnte, relativ simpel. Und auch da muss man sich gemeinsam konzeptionell im Design, in der Produktentwicklung überlegen, was bedeutet das für mein Produkt? Also wenn ihr euch jetzt die öffentlich-rechtlichen oder auch andere Anbieter anschaut, die nehmen einfach das, was sie sich für Smartphone und fürs Tablet überlegt haben und versuchen es irgendwie in die andere Plattform zu quetschen. Das ist nicht das, was richtig ist. Das ist auch nicht das, was plattformkonform ist. Das ist auch nicht das, was einem Spaß macht. Wenn ich an so einem Fernseher bin, dann möchte ich Bewegtbild, dann möchte ich vielleicht nicht Audio, dann möchte ich vielleicht nicht, also ich weiß nicht, wie viele von euch mal lange Texte oder überhaupt Texte auf dem Bildschirm gelesen haben, auf einem Fernseher. Das ganze Setting ist dafür nicht gedacht. Das heißt, hier haben wir uns was überlegt, auch wieder mit dem Design, auch in der Konzeption gemeinsam. Naja, wir sorgen jetzt dafür, dass man in der BR24 auf Apple TV oder auf Fire TV von Amazon alle Videos der letzten 24 Stunden in Rotation bekommt. Das heißt, das sind dann netto im Augenblick eine Stunde, anderthalb und die laufen in Rotation durch. Ich kann wieder in meine Rubriken, bald kann ich auch in meine Personalisierungen rein. Das heißt, auch so muss man sich schon die Mühe machen, gestalterisch, konzeptionell immer wieder auf die andere Plattform einzugehen. Und dann, das kennt ihr wahrscheinlich auch, auf der einen Seite haben wir Periscope und da, bei Periscope rechts von mir oder von euch sehen wir, wie man es auch falsch machen kann. Periscope ist gedacht für Hochkant-Videoaufnahmen und da seht ihr, dass es im Querformat beim Zündfunk-Netzkongress von meinem lieben Kumpel Dirk von Gehlen gemacht worden ist. Oder er ist auf der Bühne, er hat gar keine Schuld. Und links seht ihr, was die Bild macht mit Bild Daily. Jetzt kann man von Axel Springer halten, was man will, aber im Digitalen machen sie unglaublich viel richtig und das ist auch spannend. Sie sagen, Mensch, wir produzieren dediziert Inhalte für den Konsum auf Smartphones und verabschieden sich von On-Screen-Design, was ewig auf 4:3 Formate ausgelegt war oder dann eben auf Breitbild. Gehen voll auf Porträtmodus. Was muss sich dann ändern? Das kann ich euch nicht beantworten, aber ich weiß, dass sich was ändern muss und die Antwort brauche ich von Leuten wie euch. Und jetzt gucken wir uns mal die Hypothesen an. Da sind wir bei der Abstraktionsleistung. Also, die Zeiten, in denen technische Parameter für inhaltliche Konzeption, Erstellung und Distribution von eben Inhalten, die Zeiten, in denen das für Jahrzehnte feststand, die sind vorbei und die werden nie wieder kommen. Das heißt, wenn ihr irgendwann mit eurer Karriere angefangen habt und gedacht habt, ich mache immer nur Magazin oder ich mache immer nur Poster, könnt ihr das natürlich immer noch machen. Aber der Markt, die Betätigung, meine ich, dafür wird immer weniger. Und ich finde auch spannender, was sonst so passiert, aber das mag meinem Hintergrund natürlich geschuldet sein. Trotzdem, wenn ihr auf diesen neuen Plattformen sein möchtet, das ist die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ist eine Hypothese. Ich meine, die Realität validiert das ganz gut. Jetzt schaut mal, jetzt gehe ich eins weiter, jetzt habe ich da Inhalt markiert, denn das ist ein Statement, eine Hypothese, die ich gerne bei Medienmachern aufstelle. Wenn wir das durchstreichen, wir können auch das Technische eigentlich streichen, es gilt für viele Umgebungsparameter, dann meine ich, dass das für Design genauso gilt. Das ist die eine Hypothese. Es gibt natürlich noch eine zweite Hypothese. Digitale Plattformen, ne, so wie Smartphones, Tablets und so weiter und so fort, verändern sich in sehr kurzen Iterationszyklen und viel wichtiger, das haben wir ja in der ersten Hypothese schon, multidimensional. In mehreren Dimensionen. Und das sage ich nicht, weil ich multidimensional als Wort mag, sondern ich sage es, weil diese Mehrdimensionen betreffen natürlich die Geräte, die es gibt, die Formfaktoren, die es gibt, die Betriebssystem-Updates und die neuen Möglichkeiten, die in wiederum anderen Zyklen geschaffen werden. Und natürlich, und das kennt ihr von euren eigenen Formaten, von Trends, die in der App-Entwicklung zum Beispiel, wenn wir uns nur auf Apps und Smartphones und Tablets konzentrieren, stattfinden. Wie gehen wir damit um? Auch das ist ein Gedanke und das ist eine Fragestellung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, alle zusammen. Ich zeige euch jetzt einen Sneak Peek an etwas, das ist kein finales Design,
Aber wir überlegen uns in der ARD oder vor allem wir im Bayerischen Rundfunk, das ist eigentlich der Hauptscope, den wir haben, ARD ist unser freundschaftlicher Familienverbund, wir überlegen uns, wie es denn mit den Mediatheken in der Zukunft ausschauen soll und ausschauen muss. Ihr seht, Netflix ist in dem Markt unterwegs, Amazon ist in dem Markt, Google dringt in den Markt, Apple ist schon länger unterwegs und versucht das nochmal auf andere Beine zu stellen. Ich habe auf dem DLD, wenn ihr im Netz googelt, findet ihr ein Interview mit Reed Hastings und mir, wo er nochmal ein bisschen erzählt, wie er sich selbst sieht. Aber wir sehen sehr technologiegetriebene Unternehmungen in Inhalte wandern. Wir kommen vom Inhalt und ich meine, die einzige Chance, die wir haben und auch das, was wir machen müssen, ist, dass wir in Technologie auch technologiegetriebener werden und fitter werden. Das heißt, diese Annäherung muss von zwei Seiten stattfinden. Das Mediatheksprojekt ist ein Ausdruck dessen. Hier seht ihr einfach mal ein ganz anderer Anstrich für zum Beispiel eine ARD-Mediathek. Nicht mehr irgendwie strenges Grid-Layout, aber ich glaube, dieserlei Designs könnt ihr sicherlich kein Finales, das ist ein Prototyp, an dem wir gerade sitzen, das könnt ihr sicherlich mindestens genauso gut. Dossiers, ne, Themenseiten zu Fasching oder zu Silvesterübergriffen in Köln oder was auch immer gibt es auch. Themenseiten müssen wir auch machen können. Auch das kann man ganz frisch designen. Viel spannender kommt jetzt aber aus Produktentwicklerperspektive so etwas. Hier seht ihr mal einen Ausschnitt einer potenziellen Startseite. Und wenn wir uns die anschauen, dann seht ihr, da sind drei Segmente. In diesem Beispiel ist oben ein Segment neue Videos, in der Mitte ist ein Segment, was auf ein Thema verweist und unten ist ein algorithmisch befülltes Segment. So, wenn wir jetzt, ihr und ich, vor einem Jahr angefangen hätten, ein Projekt anzugehen, dann wärt ihr wahrscheinlich auch noch davon ausgegangen, Mensch, okay, wir designen das, wir machen das und dann ist das diese statische Seite und in einem Jahr hoffen wir auf einen Folgeauftrag und dann machen wir das hoffentlich nochmal und dann haben die halt einen neuen Anstrich. Ich meine, das sind Dinge und Erwartungshaltungen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Was wir stattdessen machen, ist, wir abstrahieren hier mal und hier seht ihr mal das in der Röntgenansicht. Ihr seht hier die Startseite, die anderen beiden Säulen stellen gleichzeitig ganz dynamisch dargestellt die Darstellung auf dem Tablet dar und die Darstellung auf dem Smartphone dar. Und die einzelnen Komponenten, die einzelnen Segmente, die müssen für Programmmacher austauschbar sein. Auf der anderen Seite müssen aber Designer die einzelnen Segmente layouten und designen können. Wenn ich das versuche, dann sieht das ganz, ganz schlimm aus. Also goldener Schnitt ist so das Maximum, was ich hinkriege und danach war es das. So, das heißt, wie gehen wir damit um? Wie machen wir das und wie sorgt ihr für ein Design, das funktionieren kann, wenn Programmmacher, wenn eine Redaktion zum Beispiel anfängt, diese einzelnen Segmente hin und her zu schieben und unterschiedlich anzuordnen? Kann man Designmechanismen finden, die es Programmmachern und Informatikern und Softwareentwicklern schwer machen, eure tollen Gedanken kaputt zu machen? Hier sehen wir mal eine Detailansicht von so einem Segment. Das heißt, was wir schon im Prototypen gebaut haben, das ist vielleicht ganz spannend. Das hier, ihr seht, das ist ein Screenshot von einem Webbrowser, von Chrome. Das ist schon live. Also das haben wir funktional. Man kann sich so eine Seite dynamisch zusammenstellen. Meine Traumvorstellung ist, dass bei Mediatheken in Zukunft, die nicht statisch da sind, nach 4 Jahren gesetzt sind, sondern dass eine Redaktion morgens die anders zusammenstellt, mittags die anders zusammenstellt, abends die anders zusammenstellt und vielleicht noch die Farben invertiert, weil es halt abends ist. Dieserlei Dinge. Also wir müssen ein Stückchen weiterdenken. Netflix macht nicht den heißen Shit. Wir können da genauso mitmachen und das sogar ein bisschen pfiffiger machen. Das ist ein Thema. Ein anderes ist, die Sachen, die ihr in Tablet-Ansicht und in Smartphone-Ansicht seht, das ist kein Bild. Das sind dynamische Webkomponenten, die dynamisch gerendert und dargestellt werden. Wenn ich da verschieben würde, würde es anders ausschauen. Hier sind wir mal reingezoomt und ich zeige euch gleich ein kurzes Video. Hier sind wir mal reingezoomt. Hier seht ihr, wie ein Layouter, ein Designer, eine Grafikerin oder ein Grafiker so ein Segment einfach schaffen kann, abstrakt schaffen kann, damit eine Redaktion das befüllen kann oder ein Algorithmus. Und jetzt starte ich ganz kurz das Video, das ist viel zu lang. Das ist ein Prototyp, den ich in verschiedenen internen Diskussionen immer wieder mal zeige. Aber ich will euch nur zeigen, dass das, was ich euch erzähle, kein Humbug ist, sondern dass hier dynamisch wirklich was passiert. Da haben wir jetzt mal draufgeklickt, man ist in einer Komponente. Ihr seht, man kann da Drag and Drop im Webbrowser eine solche Komponente einfach schaffen. Und ich meine, in dieser Art von Dynamik, stetigem Austausch, müssen wir kommen. Und das kann man machen. Wir sorgen dafür, wir sind, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Mal immer schmunzelnd harte Nerds gesagt, ich meine das schon ernst. Wir sind ziemlich knackige Geeks. Wir leben und lieben das, was wir machen. Und ich gehe davon aus, zumindest bei mir die Leute, für die kann ich meine Hand ins Feuer legen, für die ist das genau der Anspruch. Sonst muss man nicht bei uns sein. Und wenn man das macht, dann finde ich, können wir schon die Zukunft gemeinsam gestalten. Also ihr seht, so etwas, das hat auch kein Netflix und kein anderer Anbieter von Bewegtbild, kein VHX im Netz. Alright. Dann schauen wir mal weiter. Also das war nur so ein klitzekleiner Sneak Peek. Hier haben wir nochmal die beiden Hypothesen und dann gibt es ein paar Fragen, die wir uns stellen müssen. Die Fragen habt ihr euch sicherlich gestellt, als ich euch das erzählt habe. Eine ist, naja, es gibt offensichtliche Fragen. Wenn ich sage, alles ändert sich, dann denkt ihr euch, Mist, das ist mehr Aufwand. Wer bezahlt mir das und wie soll ich das machen und wie soll ich ständig, ich meine, ich will ja in meinem Fach weiterkommen. Zählt das zu meinem Fach? Gehört das zu dem Teil, den ich immer dazu lernen muss? Muss ich jetzt ständig die Updates zu den Apple Human Design Interface Guidelines lesen? Gibt es überhaupt noch was mit Material Design? Diese Fragen müsst ihr euch beantworten, aber wir müssen auch überlegen, was sind denn die
darüber hinaus die Fragen, die halt eben nicht die trivialen, nicht die offensichtlichen sind. Das ist das eine. Das andere ist, what are the implications and consequences? Ne? Müssen wir uns überlegen, ich habe noch 3 Minuten, aber wir schaffen das. Dann, what about liberties and opportunities, müssen wir uns auch fragen. Jetzt habe ich euch das mit einer Negativrhetorik eben gezeigt. Ich bin aber eher ein Vertreter dieser letzten Frage. Ich sehe da viel mehr Freiheit, viel mehr Gelegenheit und viel mehr Herausforderung, damit wir gemeinsam Design, Konzeption, Softwareentwicklung echt diesen Paradigmenwechsel gestalten können. Ihr kennt diesen Paradigmenwechsel. Er hat die Musikindustrie zuerst komplett in Beschlag genommen. Er hat die Printindustrie im Würgegriff. Aber ich meine nicht, dass wir das in irgendeiner Form negativ sein müssen, wenn wir uns nicht wie Schafe auf die Weide stellen, sondern eher ordentlich mitdesignen, mitgestalten und mit Hypothesen aufstellen, um sie zu validieren. Das ist die Conclusion, Embrace Change. Das ist das, von dem ich absolut überzeugt bin. Wenn wir uns darauf nicht einlassen, dann ist das nicht möglich. Veränderung ist die einzige Konstante und die ist absolut machbar. Davor muss man keine Angst haben, sondern ihr seid irgendwann mal in eure Jobs gegangen, in eure Berufung euch bewegt, weil ihr daran geglaubt habt. Ich finde, das ist ein neuer Trigger dafür, das nochmal aufzugreifen. Das geht natürlich nicht, ohne die richtige Crew zu haben. Wisst ihr, ich war früher im Startup-Umfeld unterwegs und das ist die letzte Anekdote, die ich jetzt erzähle. Ich war letztens wieder in Berlin, hatte mir einen Kumpel, die haben ihre Startups an wieder einen anderen Konzern verkauft, haben viele Millionen verdient. Ich habe denen immer wieder mal geholfen, Inkubatoren aufzubauen. Und dann hieß es, Mustafa, Wahnsinn, was du jetzt beim BR machst, das ist ja total verrückt. Wie machst du das? Und dann sage ich, kein Lippenbekenntnis, naja, ich habe gute Leute oder ich habe mittelmäßige Leute, die ich aber hoffentlich schaffe, gut zu machen. Und die keine Lust haben, besser und cool zu werden, die sind wahrscheinlich fehl in so einer Community. Also wir wollen Gutes, Tolles machen und bewegen und das schaffen wir. Und dann sagt er mir, ah, Mustafa, aber ist eigentlich, nee, aber die Kunst ist doch eigentlich mit schlechten und mittelmäßigen, aber dafür günstigen Leuten Tolles zu machen. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, das geht nicht. Die Challenge ist, wenn, also Leute um sich zu scharen und mitzuarbeiten, die fit sind und fitter sein wollen und gut zueinander sind. Das war mein Vortrag. Danke euch. Geht das? Ich mache jetzt mal, statt jetzt hochzugehen, ein schnell Saalmikro. Es war ja ein ausdrücklicher Wunsch. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wollt ihr irgendwie ins Gespräch kommen miteinander? Ich weiß, bisher war das mit den Fragen aus dem Publikum noch nicht so sehr viel. Eure Chance, was ihr schon immer über Softwareentwicklung beim Bayerischen Rundfunk wissen wolltet und also noch nie getraut habt zu fragen. Hier, eine Frage. Okay. Wie eng seid ihr mit den 3000 redaktionellen Mitarbeitern verwoben und was bedeutet das für euch in der Produktentwicklung? Wie sehr nehmt ihr die mit? Wie sehr seid ihr da im Austausch oder baut ihr einfach Dinge und die dürfen dann irgendwann mal dazukommen, wenn sie nach 2 Jahren davon gehört haben? Oder? Ist eine der wichtigsten und spannendsten Fragen. Ne, also wie eng sind wir mit der Redaktion zusammen? Und da sage ich euch, ich weiß nicht, ob das bezeichnend für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, aber ich glaube, in vielen Bereichen ist die Hörfunktechnik, Fernsehtechnik, dadurch, dass sie sich nicht immer, also im Vergleich mit unseren technologischen Entwicklungen, bewegen die sich ja in Gletschergeschwindigkeit. Das heißt, irgendwann ist aber der Modus in Hörfunk und Fernsehtechnik der geworden, dass das Leute waren, auch im Selbstverständnis, die sich eher als Dienstleister und nicht mehr programmnah gesehen haben. Und ähnlich hat sich dann aber eine Erwartungshaltung und eine Anspruchshaltung im Programm entwickelt, dass man zu diesen Leuten einfach die Anforderungen hinkarrt und die müssen das dann machen. Das ist nicht, wie wir arbeiten. Dafür sind wir zu schade, dafür haben wir auch zu viel Ahnung von dem, was wir machen. Was wir machen ist, dass wir auf Augenhöhe mit dem Programm zusammenarbeiten. Das Programm darf nicht in die Abteilung SAP kommen und sagen, das und das will ich und jetzt macht das. Den Modus gibt es nicht. Stattdessen sind wir, ich mag auch diesen, das benutzt man auch in solchen Betrieben, das heißt dann, ja, ja, und der Kunde will. Das sind nicht Kunden, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen und wir sitzen alle im selben Boot und wir alle wollen dafür sorgen, dass unsere Inhalte Magic sind und neue Zielgruppen erreichen und wir unsere Relevanz nicht verlieren. So, das heißt, in dem Modus arbeiten wir. Das ist ein sehr intensiver Modus und das bedeutet aber auch im Bayerischen Rundfunk mit 3000 Leuten und 140 Einzelredaktionen, dass nicht jeder in den Genuss kommen kann. Das ist eher eine strategische Entscheidung bis hin in die Hauptabteilung Strategie und Innovationsmanagement, wo wir uns überlegen, was sind die nächsten digitalen Produkte, die der Bayerische Rundfunk jetzt braucht. Ich hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen. Noch eine? Da, ich habe eine Frage. Schön.
Ja, hallo, mein Name ist Dagmar. Was mich so umtreibt, ist bei diesem Thema, also ich bin da auch ganz bei dir, also ich sehe das sozusagen im Kleinen, auch in vielen Dingen. Was ich allerdings eine Herausforderung finde, ist tatsächlich, dass ich denke, das hat auch Einfluss einfach auf unsere gesamte Arbeit, auch gerade in kleinen oder Kleinstagenturen, weil im Prinzip die Prozesse, ich sitze alleine an meinem Schreibtisch und arbeite vielleicht noch mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammen oder vielleicht ganz alleine, die werden ja in dieser Form gar nicht mehr funktionieren in Zukunft. Das heißt, für mich hat ja das ganze Thema auch ja den Impact auf, wie kann ich eigentlich meine Arbeitsumgebung in Zukunft gestalten, um sowas überhaupt leisten zu können, weil du hast es ja auch am Schluss kurz angesprochen, ja, wie kann ich mich denn selber da so weiterbilden und auf dem Laufenden halten, das kann ich alleine ja gar nicht leisten. Das heißt, ich brauche ja irgendwie Menschen um mich drumherum, mit denen ich mich austauschen kann. Nur wenn ich halt so in so einer Kleinsteinheit sitze, dann funktioniert das ja so nicht. Also das ist vielleicht auch gar keine Frage, die du jetzt beantworten kannst, aber die ich denke, die halt eigentlich auch ziemlich relevant ist, so für uns auch als Gestalter. Sicherlich. Und da würde ich mir auch nicht anmaßen, dass ich das beantworten kann. Ich kann dir nur meine Beobachtungen schildern. Das, was unsere Stärke ausmacht, schaut mal, gerade in der Medienindustrie in Deutschland hat man unglaublich viele dieser Fähigkeiten nie intern aufgebaut, oft extern eingekauft, aber in einem Maße, wie Abhängigkeitsverhältnisse entstanden sind, die für so eine Kernkompetenz nicht richtig sind und eher falsch, lähmend und nicht innovativ sind. So, unsere Stärke im Bayerischen Rundfunk ist jetzt, dass ein Intendant selbst sich für Digitalthemen interessiert, wahrscheinlich am progressivsten in der ganzen ARD, und dann sagt, naja, vielleicht probieren wir erstmal dieses digitale Garage-Innovationslabor, die Lektion daraus nimmt und sagt, wir müssen das intern aufbauen, diese Kompetenz. Und unsere Stärke ist dann, dass die Leute zusammensitzen. Das heißt, nicht jeder muss alles können, aber jeder muss wissen, was dazugehört und mit wem er reden muss, damit man eben digitale Produktentwicklung betreiben kann. Wie das komplett im Freien, jenseits eines großen Konzerns oder einer großen Unternehmung ausschaut, kann ich nicht hundertprozentig beantworten, aber aus der Softwareentwicklung kommt, kann ich sagen, es ist nicht so, als ob das komplett unmöglich wäre, wenn man sich Startups anschaut, wenn man sich Open-Source-Entwicklungen anschaut, wenn man sich anschaut, wie sich Leute selbst im Netz organisieren und dann zusammenarbeiten. Aber ich glaube, ich bin da eher bei dir, wenn ich darüber nachdenke, dass man alleine nicht mehr alles machen kann und da Modi der Zusammenarbeit braucht oder sich hochspezialisieren muss mit allen Risiken, die so etwas immer dann mit sich bringt. Ha? Noch eine Frage. Gibt es noch eine Frage? Ja, da ist noch eine Frage. Du hast vorhin ich bin Sonja, du hast vorhin die Story erzählt, als es um die Schriftauswahl ging und dass das so hochgekocht ist. Mich würde tatsächlich mal interessieren, ob dieses Bewusstwerden dessen und die Erklärung, die Bulli dazu gegeben hat, ob das zu einem neuen Verständnis oder einer Bereitschaft geführt hat, sich auszutauschen und tatsächlich auch Design stärker und auch das, was möglich ist, stärker in auch diesen Entstehungsprozess zu integrieren oder ob dann doch die magische Inhalte auch von technischer Seite stärker diskutiert wurden. Also sind, glaube ich, zwei Fragen, aber ich beantworte mal die erste in Ermangelung von mehr Zeit. Also, liebe Sonja, ich kann dir sagen, im BR gibt es an verschiedenen Stellen Design. Ne? Im Marketing gibt es Design, im Fernsehen gibt es Design. Und das sind doch sehr heterogene Felder geworden, die jetzt plötzlich im Rahmen von so digitalen Produkten eben zusammengeführt werden. Und dadurch, dass sich plötzlich eine Geschäftsleitung gegen bestehenden Konsens ausgesprochen hat, überzeugt durch eine digitale Produktentwicklung, hat das natürlich eine Diskussion ausgelöst. Und natürlich Gedanken über organisatorische Aufstellungen. Aber das sind jetzt zu viel BR-Interne, die ich nicht preisgeben kann. Aber man weiß ganz genau, alright, da ist Handlungsbedarf, wir müssen das Thema angehen, aber der Punkt ist, und da muss ich auch die Designerinnen und Designer im Fernsehen zum Beispiel in Schutz nehmen, die sehen das dann auch, die verstehen auch, okay, am Anfang haben wir vielleicht, in jedem Großkonzern ist das so, ein bisschen machtpolitisch manche gedacht, und jetzt realisiert man, okay, wir müssen irgendwie neue Sprachen entwickeln, wir müssen schauen, dass wir plattformspezifisch auf der einen Seite sind, aber auf der anderen Seite Wiedererkennbarkeit herstellen. Also das sind die einzigen Dimensionen, die ich kenne. Vielleicht gibt es aus eurer Warte noch fünf andere, aber das ist eine doch inzwischen geführte Diskussion immer im BR. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch. Dankeschön. Applaus